Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Nach langer Zeit, das letzte war ja schon ein bisschen her, und heute geht es um einen Redstone-Timer. Mal wieder, wir hatten ja schon mal einen Timer, aber der Timer war anders aufgebaut. Heute haben wir einen älteren Timer von einer älteren Version. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, da muss man ein paar Mal mehr drücken. Also, das funktioniert mit einem Werfer, mit einem, wo Pfeile drin sind, und mit einem Pisten, wo ein Glasblock drin ist. Nämlich der Pfeil wird dann rausgeschossen, bleibt im Glasblock stecken, der Glasblock zieht sich zurück, der Pfeil fällt runter auf die Druckplatte und dann wird der Alarm hier aktiviert sozusagen. Ich kann das ja ganz mal demonstrieren. Wie gesagt, das funktioniert nicht genau beim ersten Mal. Seht ihr, hab ich gesagt. Ja, es funktioniert nicht beim ersten Mal. Es ist schon eine ältere Version. Ja. Jetzt habt ihr zum Beispiel gesehen. Und dieser Timer ist natürlich auch eine Frage, wie der eingestellt ist. Ne? Das ist ja ein Timer, ne? Der ist auf eine Minute eingestellt. Das heißt, nach einer Minute würde dieser Alarm automatisch ausgehen. Das könnte man sogar vielleicht für Gebäude benutzen oder so. Wo man halt den Timer reinbaut und wenn der Alarm geht, dann dass er nach einer Minute wieder ausgeht, dass er nicht dauerhaft an ist. Kann man natürlich machen, ist sinnvoll für schlechtere PCs zum Beispiel. So, wenn wir das jetzt zum Beispiel wieder einsammeln, dann ist das jetzt wieder weg und wir bauen das Ganze mal auf. Wir haben natürlich jetzt hier 4 Blöcke, so, 2 hierhin. Dann brauchen wir einen Werfer, einen Glasblock mit einem Pisten, das kommt hierhin und hierhin, das kommt hierhin, 2 Blöcke noch. Dann brauchen wir hier noch eine Fackel und einen Redstone-Streifen. Dann brauchen wir hier noch eine Druckplatte, und da der Pfeil ja immer seltsam landet, vor allem wenn er hier im Block in der Nähe ist, sollte man hier beide Druckplatten verbinden und dann kann man sein Ausgangssignal setzen, zum Beispiel mit einer Lampe oder einem Alarm, was ich da vorhin gemacht habe. Wichtig ist natürlich auch ein Knopf, ein schöner Button, und was natürlich jetzt auch neuerdings wichtig ist, zunächst einmal die Pfeile. Und was natürlich noch wichtig ist, ist hier vorne, also wir sehen jetzt, der Pfeil steckt ja jetzt in diesem Block drin, das kann man jetzt nicht ändern, aber wir können hier vorne einen Schutz machen, damit der Pfeil nicht außerhalb dieser 2 Druckplatten landen kann. Und dann sollte es nach irgendeinem Versuch gehen. Doof ist es natürlich für einen Alarm, wenn zum Beispiel ein Signal ankommt, es wird ausgelöst, doch es passiert nichts. Jetzt passiert was. Aber doof ist, wenn es dann nicht passiert, wenn ein kurzes Signal unten ankommt und dann, ja, der hier nicht reagiert, dann geht der Alarm auch nicht an, ne? Also würde ich das hier schon mal nicht für Gebäude oder so empfehlen. Aber das war's eigentlich auch schon. Das ist der Switcher, der Redstone-Timer. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, kleines Tutorial. In der Kürze liegt die Würze. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Macht's gut. Ciao.